der Gamer Number One. Ist der Gamer Number One. Der jede Frau haben kann. Der jede Frau haben kann. Kommst du in mein Revier? Mach Stress in meinem Block. Finish him. Killing spree. Game over. Headshot. Liebe Community, heute haben wir uns hier versammelt, um etwas Neues zu probieren. Und zwar geht es hier um diesen Bubble Tea, ja? Bubble Tea heißt das Ganze, weil wir einen Tee haben, das ist ein Früchtetee, und da drin sind, wie kann man das anders erwarten, Bubbles, ja? Ich habe jetzt hier einen Mango-Tee mit komischen Erdbeer-Bubbles und ich muss das jetzt einfach mal probieren. Ich habe mir gerade sagen lassen, das Coolste ist es, diesen komischen Riesenstrohhalm, wo man echt, ich weiß nicht, was man da durchsaugen kann, ja? Aber eine Menge. Versuch's mit den Bubbles. Jetzt versuchen wir es mit den Bubbles. So, also einmal da rein, Test. Aber schau mal, nicht so schwer. So, und jetzt probier mal. Das ist so eine Bubble. Oh, sind die flutschig, ist ja ekelhaft. Okay. Ich muss sagen, schmeckt nicht schlecht. Man sollte nicht ganz so krass saugen, weil diese Bubbles einem auch mal ganz gerne hinten in den Gaumen fliegen. Erinnert mich, nein, nicht mich, aber vergessen wir das Thema. Ja, also man muss es können. Ja, ich muss sagen, es schmeckt ganz lecker. Das Einzige, was an so einem Ding so ein bisschen wehmütig macht, ist der Preis. Und für so einen Becher zahlt man 3,50 Euro. Kann sein, dass es woanders billiger ist, aber hier ist es halt zu teuer. Naja, cool, man muss sich auch mal wieder was Neues einfallen lassen. Schmeckt ganz lecker, aber zu meinem Traumgetränk wird's nicht. Irgendwie's Produkttest. Juhu! Ich bin der Gamer Number One. Ist der Gamer Number One. Der jede Frau haben kann. Der jede Frau haben kann. Kommst du in mein Revier? Mach Stress in meinem Block. Finish him. Killing spree. Game over. Headshot.